Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Banjo Tooie! Im letzten Part sind wir hier ins Level eingedrungen, in Mayas Tempel. Und ich würde sagen, wir werden jetzt systematisch, da ich das ja wie gesagt schon mal gespielt habe, so ein bisschen abgrasen. Das heißt, wir werden erstmal hier alles erledigen, was wir am Anfang erledigen können. Du hast ein paar Noten gefunden, Junge! Suche jetzt nach mir! Alles klar. Wenn es denn sein muss, mein Freund. Soll ich dich suchen, dann komm ich vorbei und finde dein Ei. Ei, 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 ei. Das war total blöd gereimt, Alter. Diese Dinger regen mich jedes Mal auf wegen den blöden Stacheln da. Und da hinten ist er, da hinten ist er. Lass mich in Ruhe. So. Hey, bring dein Lahmknochen her und drücke B. Alles klar. Wie viel brauchen wir denn? 25 passt. Ausbilder Chomcha meldet sich zum Dienst. Schau dir mal den Typen an, Banjo. Sieht aus wie Bottles in Uniform. Natürlich sehe ich Bottles ähnlich, du Storch. Er ist mein Bruder. Wie geht's überhaupt dieser Trantüte? Nicht allzu gut, würde ich sagen. Kürzlich dahingeschieden. Unter der Hand der Hexe Grundy. Tut mir leid, das zu hören, Flohgugel. Ist er zum Kampf angetreten? Eher zum Kartenspielen. Typisch, dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, um es der Hexe heimzuzahlen, oder? Eigentlich nicht. Bottles hat uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Pa, der kannte doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit, Mann. Also gut, Jumjars, dann bring uns doch gleich welche bei. Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier. Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren. Findet ein paar Noten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Hey, einen Moment noch, Mann. Wie ich sehe, habt ihr genug Noten für meine erste Lektion. Hör und staune, du Tölpel. Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein. Dann treffen die Eier auch fast von allein. Drücke nach oben, dann hast du den passenden Blick. Danach drücke Z und schieß mit Geschick. Und das ist dann alles weggetreten. Yo! Alles klar, damit haben wir den Sucher. Jetzt können wir die Eier besser schießen. So, gehen wir weiter. Hier sammeln schön fleißig die Noten auf. Dam, dam, da, lass mich in Ruhe! Ich will nur die Noten! So. Autsch! Ich hab gesagt, ich will die Noten. So. Zack! Du hast ein anderes Waffel gefunden. Stelle dich auf das Waffel und drücke B. Dann reist du zu einem anderen aktivierten Waffel in dieser Welt. Gepflegt. Jetzt können wir Wappen in der Welt. So, hier noch ein paar Nötchen. Hier noch ein paar Nötchen. Hier noch ein paar Nötchen. Du blöde Ratte, geh mir nicht auf den Sack. So. Würde ich sagen, gehen wir mal hier hinten rum. Ich glaube, hier hinten war eventuell... Ja, dreh die mal. Ja, da ist er. Der Notenschlüssel. Dududududum. Nicht schlecht, nichts nutzt. Notenschlüssel sind ganze 20 Noten wert. So, somit haben wir alle... Moment, gucken wir mal. Zack. Oh, sorry für den Grafikfehler. so. Haben wir alle 100 von 100 Noten schon gesammelt. Und nun fehlen noch zwei Moves in dieser Welt. Und ja, der Rest wird erst angezeigt, wenn wir was davon aufgesammelt haben. So, dann würde ich sagen, hauen wir uns gleich mal den zweiten Move um die Ohren hier. Dieser Move macht richtig Spaß. Mit Kazooie als Knarre gibst du jetzt Gas. Z feuert die Eier hoch wie tief. Werde jetzt in Tagizans Tempel aktiv. Ganz schön anstrengend, was? Du kannst sicher eine kleine Erfrischung gebrauchen, Mann. Zack! Das ist alles weggetreten. Ciao! Okay, Tschüssikowski! So, somit hätten wir hier nochmal zwei Moves gelernt. So, bin gerade überlegen, jetzt gehen wir erstmal dich töten. So, und gehen da vorne über die Brücke, genau. Denn dort ist ein Freund, den wir schon aus Banjo-Kazooie kennen. Ein Chinjo. Nur das Chinjo-System ist in dem Spiel ein kleines bisschen anders als im ersten Teil, aber dazu kommen wir gleich. Chinjo, 1 von 6. Juhu, du hast mich gerettet. Ab nach Hause. Oh, Hängerli? Ah, da. Hexalon, Chinjo-Dorf.
Ihr seht die ganzen farbigen Häuser. Das heißt, diese Farben von Jinjos werden wir im Spiel sammeln. Und zwar brauchen wir jetzt zum Beispiel von den Roten, den wir gerade eben gesammelt haben, der hier zu Hause ist, einen gefunden. Es gibt 6 Stück. Sobald wir alle 6 in den verschiedenen Welten, also die sind komplett verstreut in der ganzen Welt, alle gefunden haben, bekommen wir ein Puzzle. Kurz und knapp zusammengefasst, sollte eigentlich stimmen, ja. Gut. Naja, wenn wir dich alle retten von der Familie, dann bekommen wir das Stück, Erbstück. So. Jetzt hängt es wieder ein bisschen. Sorry, Leute, das ist einfach wegen der ROM. Habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gesagt, dass eventuell zwischendurch immer mal ein bisschen hängen könnte. So. Und jetzt würde ich sagen, zack. Hau ich da ein bisschen Treffer. Du blödes Viech. Auch getroffen. Du blödes Viech. Auch getroffen. Nur der Sucher ist ein bisschen... Zack! Jawohl, geht doch. Erstaunlich. Kaum zu glauben, ihr habt den Fliegen gezeigt, wo der Hafer sticht, Mann. Genug Geschwätze hier. Ich glaube, du schuldest uns ein Puzzle, Mann. Ja, das ist wohl wahr. Bam, 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 bam. Yay. Also ich finde das Zielsystem ein bisschen komisch, sagen wir es mal so. Ich muss mich da wieder ein bisschen reingewöhnen, das Zielsystem. Gerade eben hat es ziemlich gut funktioniert, aber... Ja, ich werde mich da noch ein bisschen dumm anstellen, bestimmt. So! Da-da-da-da-da-da-da! Yeah, yeah! Damit haben wir das erste Puzzle in dieser Welt. Es gibt wie im Banjo-Kazooie 10 Puzzles zu sammeln und... Ja. So, wo gehen wir jetzt lang? Dann überlegen, was wir noch systematisch abgrasen können in der Zeit. Bam, 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 bam. Dann, 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 miau. Ja, ja, ich hab dich ja gehört, du blöde Katze, du. Ah, lass mich in Ruhe, du Sack, du. La, 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 la. Dann machen wir hier das hier direkt, so. Anvisieren. Nach oben, zack. Nach oben, nach oben habe ich gesagt, zack. Darüber. Zielen, treffen, zielen, treffen. So, und nochmal, treffen. Nein, ich habe gesagt, treffen. So, geh doch. Open the door, please, baby. Thank you. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt mal rein. Wow. Und es hängt wieder ein bisschen. Ja, liegt an der ROM. Tut mir wirklich leid, Leute. Die Schatzkammer. Was hast du? Es ist furchtbar. Ich kann Tagessands unbezahlbares Relikt-Dings nicht finden. Es wurde bestimmt gestohlen. Ein Pech. Was kümmert uns das? Helft, Chef Lozian, bitte. Ich schenke euch ein Puzzle. Ein Puzzle? Ja, wenn das so ist, dann... Großartig. Ich öffne euch den anderen Eingang. Aber beeilt euch bitte. Okay. Ah, Hängerli wieder zum Mixen? Ja, ja. Muss man sich dran gewöhnen. Ah. Cool. Da oben ist eine Cheeto-Seite. Kann man bestimmt gebrauchen. Und grün. Lol. Würde ich sagen, zack. Quatsch, falsche Taste. So, was macht denn der da? Ah, da oben. Yay, ein Wabenteil. Diese gibt's auch wieder zu sammeln in den Leveln. Ein extra Honigwabe. Ja, das habe ich schon verstanden. Was machst denn du da, Alter? Egal. Dann würde ich sagen... Wo müssen wir lang? Ich glaube, das können wir erst später machen, denn wir müssen uns da oben rumhangeln. Und den Move haben wir noch nicht. Den werden wir später noch lernen. Von daher können wir fürs Erste hier wieder raus und das später erledigen. Jo, dann würde ich sagen, haben wir soweit das erste Stück abgegrast. Würde ich sagen, werden wir uns direkt, hallo, lass mich mal in Ruhe, zum Bumbo begeben, unser Schamanenfreund. Nur in diesem Spiel, anstatt wie bei Kazooie. Und Grundis Rache wird uns dieser Freund nicht verwandeln, sondern, ihr werdet gleich sehen, was... Hier haben wir einen Glowbow gefunden, den brauchen wir jeweils einmal für Mumbo und einmal für eine andere Person, die wir aber noch treffen werden. So, Eier können wir auch ein bisschen aufsammeln, so. Moin Mumbo! Aufwachen! Oh Mann, ich habe gerade so schön gepennt. Ah, Bär und Vogel, endlich hier. Mumbo, bester Schamane ins Spiel, also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen, aber du erst müssen finden Zauberwesen. Oh.
Wir haben einen Globomon. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn ihr Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Ja! Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir haben können, Mann. Es werfen in Mumbos Tasche. Alles klar, zack! Wuhu! Ah, Mumbo, endlich werden ein Held. Drücke B für mächtigen Schamanen Jock Stock. Mich auf meinen Schuh zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Alles klar, saugeil! Ab jetzt können wir Mumbo spielen. Als Mumbo ist nicht mehr der Verwandlungskünstler in diesem Spiel, sondern wir können mit ihm spielen und müssen jeweils die Mumbo-Platten finden in den Leveln, denn dort kann er spezielle Sachen machen. Oh, das werden wir auch gleich sehen. Das werden wir nämlich jetzt direkt mal in Angriff nehmen. So. Ein- und Ausgang bitte. Porter mich, please, dahin. Zack, wunderbar. Noch ein bisschen höher. Lass Mumbo in Ruhe, du Drecksack. Hui, zack. Da oben müssen wir hin, denn dort gibt es die Mumbo-Platte. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Moment, kann man mit Mumbo auch so gucken? So. Hier seht ihr. Er hat doch im ersten Teil immer gesungen. Ich komm, Bock komm, ich komm, Bock komm, ich komm, Bock komm, ich komm, Bock komm. Das steht hier auf der Platte drauf. Ernsthaft? Hier. Ich komm, Bock komm. Das steht hier wirklich auf der Platte drauf. Richtig geil. So. Drücke B für mächtigen Zauber. Ja, mach ich doch glatt. Hoffen, das funktioniert, Mann. Ich komm, Bock komm. Zack! So bewege dich, mein Freund. Ach Gott, ein bisschen Öl kannst du gebrauchen, so wie du quietscht. Mumbo-Magie lassen goldenen Goliath auferstehen. Magie dauert nur kurze Zeit. Wenn wieder ich sein wollen, Statue auf den Platz bringen und B drücken. Alles klar, verstanden. Würde ich sagen, machen wir ein bisschen was auf hier. Und zwar, wenn wir erstmal hier diesen Stein zerstören. Zack! Da machen wir hier die Tür auf. So, damit wir hier rein können. Ich glaube, da gab es direkt auch noch ein Puzzle. Ich glaube, so war das. Gucken wir mal. Ah, da ist wieder ein Jinjo. Wieder ein roter Jinjo. Krass. Hätten wir schon mal den zweiten gefunden davon. So. Genau, da oben ist ein Puzzle. Yeah. Das hole ich mir doch glatt. Zack. Wunderbar. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter kurz um. Ich weiß nicht mehr, ob es hier noch was zu öffnen gab. Ich glaube aber schon. Muss ich mal gucken. Hier haben wir ein nächstes Warpfeld. Zack, aktivieren. 30 Sekunden. Das wird knapp, das wird knapp. Na, eigentlich nicht. Da vorne, bei diesem Tempel, werden wir jetzt auch nur die Türe schnell öffnen. Denn das ist der Cheat-Tempel. Da können wir in Zukunft Cheats eingeben, die uns im Spiel weiterhelfen könnten. Zack. Gut, dann hätten wir das auch. Und ich hau jetzt auch mal einfach mal aus der Latsche hier. Da drüben war, glaube ich, nochmal einer, ne? Da. Boom! Verdammt. Boom! So, du gehst mir nicht mehr auf die Nerven. So. Zack! Oh. Mumbo Magie jetzt leider zu Ende. Alles klar. Aber wir wären nicht Mumbo, wenn wir das Ganze nicht noch ein zweites Mal machen würden. Kann man das denn nicht cutten? Kann man das nicht cutten? Ich will das cutten. Egal, so. Denn wir haben nochmal ein bisschen was zu öffnen hier in der Welt vorher. Und zwar da vorne. Bam, 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 bam. Werde ich erstmal dich wegfegen. So, und zwar hier. Machen wir auch noch auf. Zack! Wunderbar. Noch ein paar Eier einsammeln und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück auf die Platte und machen uns wieder zu Bär- und Vogeldame und dann werden wir weiterhin das Level wieder ein bisschen systematisch abgrasen, da ich ja schon zum Großteil weiß, wo was liegt. Und zack.
Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, das Spiel können wir nicht so abgrasen, wie Banjo-Kazooie es damals war. Bei Banjo-Kazooie konnten wir eigentlich von Level zu Level laufen und konnten alles gemütlich machen und mussten nicht nochmal in die Level zurück. Dieses Mal ist das anders, denn wir lernen zum Beispiel jetzt in Welt 4 zum Beispiel erst einen Move, den wir in Welt 2 einsetzen könnten, um an ein Puzzle zu kommen. So, jetzt habe ich die deutsche Sprache. Ich bin der deutschen Sprache mächtig, das ist so, aber manchmal ist meine Zunge etwas schneller wie mein Gedankengang und deswegen verplapper ich mich manchmal ein bisschen blöde. So, das ist nur nebenbei gesagt. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch auf den Sessel, auf den Chefsessel. Und dann wird Mumbo jetzt wieder sich hinsetzen. So, und wir sind wieder. Oh, habt ihr gehört? Oh, hat er gemacht. Der ist traurig, weil er nicht mehr spielen darf. What the fuck? Habt ihr den Schatten gesehen? Der Schatten sieht ja echt krass aus. So, gehen wir hier wieder raus. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir noch etwa 3 Minuten. 3, 4 Minuten haben wir noch. Dann gucke ich mal, was ich in den 3, 4 Minuten noch erreichen werde. Auf jeden Fall will ich jetzt den letzten Move noch haben. Deswegen geben wir jetzt Gas hier. Wow. Zack. Lass mich in Ruhe. So, weiter runter. Ich hätte ja eigentlich einfach porten können. Dann wäre das ja einfach ein bisschen einfacher gewesen, hätte ich nicht hier rumlaufen müssen. Ah, das ist eine Flugplatte. Geile Scheiße. Können wir auch noch fliegen? Ich kann aber überlegen. Ich glaube, das mit dem Fliegen mache ich jetzt als erstes. Und schwupps. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die wir nur in der Luft bekommen. Wow, wir haben 100 Federn zur Verfügung. Echt nicht schlecht. Ich glaube, da oben war ein Puzzle. Dann müssen wir erstmal ein bisschen außen rum fliegen, damit ich das richtig sehe hier. Fliegen will gelernt sein. Fliegen will gelernt sein. So. Ja, da ist das Puzzle. Und ja. Hol's dir. Danke. Schön. So, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, da vorne war auch noch ein Wartenteil. Jawohl. Da ist ein Wappenteil, das hätte ich auch noch gerne. So, weiterhin fliegen. Nein, ich wollte doch weiter fliegen, Mann. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die ich holen muss. So. Zack, wieder zurück zur Flugplatte. Denn wir haben noch einen... Autsch. Verdammt. Er wird schießen. So, wir haben noch, ich glaube noch ein... Genau, die eine Cheeto-Seite können wir uns jetzt noch schnappen. Und einen Chincho, glaube ich, können wir uns so noch holen. Ich glaube, es war sogar noch ein Chincho unter was? Ich glaube, hier war noch ein Chincho. Jawohl. Der blaue Freund. Den holen wir uns auch noch. So. Zack. Komm her, mein blauer Freund. 1 von 7. Wow. Da gibt es echt eine Menge. So. Und weiter geht's. So, dann wieder auf die Flugplatte und auf in die Lüfte. So, jetzt holen wir uns erstmal den Chincho, den ich wollte. Zack. So. So, mein Chincho. Braun bist du. 1 von 4. So. Haben wir eigentlich schon fast alle Chinchos wieder gesammelt in dem Level. Ich glaube, es gibt noch 2 Stück. Den einen haben wir ja schon gesehen. Den anderen gibt es in einem anderen Tempel hier drin. Und jetzt gib Gas. Wuppa. So. So. Und hier runter. Ich möchte gerne die Cheeto-Seite. Wow, gehen wir mal da rein. Denn er hat es ja nicht ohne Grund geöffnet, denke ich mal, oder? Ah, hier ist eine Sprungplatte. Wow, Schatzkammer. Okay. Ah, da geht's runter. Yay! Wo komme ich hier hin? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Dann machen wir hier mal auf, oder? Zack! Ich bin gerade am gucken, ob ich richtig schleichen kann. Ja, gut, das passt. So. Oh, cool. Gucken wir mal. Jetzt sind wir eigentlich in einer anderen Welt, in der Ungabunga-Höhle. Die gehört eigentlich zur Welt 4 oder 5 schon dazu. Ich kann kurz mal gucken. Aha. Ich glaube, da vorne war der Schatz. Mal gucken. Dreh dich mal, Kamera. Ein bisschen schneller, bitte. Ich glaube, der hat unseren Schatz. Von daher müssen wir jetzt... Ja, da oben ist er. So, von daher muss ich jetzt schleichen. Und das ist gar nicht so einfach mit dem Joypad, was ich habe. Ist ganz langsam. Genau so, Banjo. Genau so.
Genau so, mein Freund. Da, 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 da. Ganz langsam, der Freund soll nicht aufwachen. Immer schön langsam, wir haben's ja gleich geschafft, Mann. So, jetzt kannst du wieder Gas geben. Und hier hoch bitte. Zack, den Schatten nehmen wir mit. Und laufen hier außen rum. So. La 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 la. So. Na, 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 na. Wo kommen wir jetzt eigentlich raus? Wo kommen wir jetzt nochmal raus? Hier, okay. Okay, alles klar. So, von wo kam ich jetzt? Verdammt! Wo war, wo, hallo? Ah, da. Ich glaube, von da kam ich. La 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 la. Ah ja, genau. Von da kamen wir! Yay! I found it! So. Das habe ich im alten Let's Player gar nicht gemacht. Das erinnere ich mich, das habe ich irgendwie ausgelassen. Aber diesmal haben wir jetzt ja... Habe ich das Ding jetzt noch dabei? Normal schon, ne? Gucken wir mal. Aber ich habe es jetzt mitgenommen. Wäre ja total sinnlos, wenn ich es jetzt nicht mehr hätte. So, gehen wir mal runter. Ich habe deinen Schatz dabei! Jawohl! Ihr habt dein Schatz und bezahlbares Relikt-Dingens gefunden. Der Neandertaler hat es gestohlen, Mann. Diese kleine diebischen... Ah, Mann! Sachte, das ist ein Familienspiel. Oh, oh, ja, ich vergaß. Ich gebe euch einfach ein Puzzlelohn, ne? Das macht Sinn, Mann. Jawollo, jawollo, jawollo. So, dann würde ich sagen, wo war es? Wo hat er das hingekackt? Ups, da ist einer sauer. Kieselstein weg! Ich jetzt großes Problem haben. Viele Schläge, aua, aua, aua. Na, Fred Feuerstein, Pech gehabt. So. Verdammt, so. Ich sehe gerade, wir sind schon längst über der Zeit drüber bei dem Part. Aber egal, das Puzzle sammle ich jetzt noch schnell ein und dann werde ich den Part beenden. So, dann... wo hat er es denn hingelegt? Da oben! Da, 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 da. Bam, bams. So, dann gucken wir ganz kurz in die Gesamtübersicht, was wir in dem Part so erreicht haben, liebe Freunde. Wir haben alle 100 Noten gesammelt. Wir haben 3 von 5 Chinchos gefunden, 2 von 3 Moves gelernt, 1 von 2 Globos, 1 von 3 Jido-Seiten, 2 von 3 Wabenteilen und schon 4 von 10 Puzzlelos gefunden. Von daher sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Wenn euch der Part gefallen hat, einen Daumen hoch, wenn nicht, einen Daumen runter. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi, over and out.